Hallo, unser heutiges Thema ist Bauen am Hang. Nachdem vermehrt Grundstücke am Hang in Betracht gezogen werden, haben wir diesen Schwerpunkt für heute gewählt. Für den Besitzer die schöne Aussicht, für den Planer die große Herausforderung. Wir müssen zusehen, dass die Gebäude in das Hanggrundstück integriert werden und dass man nicht als Planer gegen den Hang baut. Es ergibt sich jedes Mal ein komplett neues Projekt, eine andere Architektur. Für die heutige Präsentation habe ich von meinen Kindern diese drei Männchen und dieses Auto erhalten. Der Wunsch vieler Baufamilien ist natürlich der Südhang. Und so beginnen wir auch mit dem Südhang. Man muss sich vorstellen, hier haben wir die Sonne im Süden und hier steigt der Hang in den Norden. Natürlich eine ideale Situation. Noch dazu die Zufahrt im Norden. Das bedeutet, wir kommen hier an, haben hier oben die Garage, haben den Carport, gehen dann in den Schlafbereich. Die Kinderzimmer, vielleicht auch im Osten, das Badezimmer, gehen dann über das Stiegenhaus hinunter auf die Gartenebene. Der Wohnraum erweitert sich in den Garten hinaus. Dort finden wir dann Pool und Griller. Bei dieser Situierung haben wir natürlich auch für die Kinderzimmer eine schöne Aussicht nach Süden. Diese kann man dann noch über einen Balkon etc. einen eigenen Freibereich erweitern. Österreich, Land der Berge. Aber Österreich hat nicht nur Südhänge, sondern auch Nordhänge. Darum haben wir uns als nächstes Beispiel einen Nordhang ausgewählt. Und ich muss Sie bitten, jetzt umzudenken. Wir haben jetzt die Sonne hier im Süden und hier ist so quasi der Norden. Also der Hang fällt genau in die andere Richtung. Das bedeutet für unser Beispiel, wir haben die Zufahrt im Norden, vielleicht hier durch eine Stützmauer noch abgetrennt. Diese Bauteile sind natürlich aus Stahlbeton, alles was im Erdreich zu liegen kommt, ist in Stahlbeton und alles, was dann dem Wohnraum dient, wie diese Zwischendecke, Innenwände, ist natürlich in wohnlicher Holzbauqualität errichtet. Bei dieser Situierung haben wir die Schlafräume im Untergeschoss und den Wohnraum im Obergeschoss. Der Wohnraum öffnet sich natürlich idealerweise dann in den Südgarten, dort finden wir Pool und Weber-Griller und die Freiraumgestaltung. Ein Kunstgriff wäre es natürlich auch, das Gebäude gegen Osten oder Westen anzudrehen, sodass die Kinderzimmer und Schlafzimmer Ost- oder Westsonne bekommen. Bei unserem letzten Beispiel nehmen wir uns der sehr beliebten Wohnform des Bungalows an. Aber wie funktioniert Bungalow am Hang? Bei unserem Beispiel haben wir das gesamte Wohnprogramm Schlafen, Wohnen, Küche im Obergeschoss abgebildet und die unteren Räume dienen rein für Hobbyräume, Haustechnikräume, Keller oder Garage. Das bedeutet, dass wir über ein internes Stiegenhaus in unseren Bungalow-Bereich eintreten, 110, 120 Quadratmeter benötigen wir, um das gesamte Wohnprogramm abzuarbeiten. Als Planer empfehle ich Ihnen die Ausführung einer Rampe, die uns von der unteren Ebene in die obere Ebene bringt und die Gestaltung einer eigenen Haustüre im Obergeschoss, sodass der Bungalow barrierefrei bespielt werden kann. Von der Raumsituierung haben wir natürlich dann hier im Süden den Gartenbereich mit der Freiraumgestaltung. Wir haben im Osten das Badezimmer, das Elternschlafzimmer und die Kinderzimmer nach Westen. Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten am Hang zu bauen. Erzählen Sie uns von Ihrem Projekt und besuchen Sie uns in der Emmerszimmerei.